Die Angeklagte Laura Schneider ist nicht zum ersten Mal vor Gericht. Sie wurde bereits dreimal beim Ladendiebstahl erwischt. Als sie dann während eines Kurzurlaubs mit ihrer besten Freundin Charlotte shoppen geht, löst sie schon wieder den Alarm eines Kaufhauses aus. Doch dieses Mal bestreitet die 17-Jährige den Diebstahl vehement. Sie beschuldigt Charlotte. Denn die beiden Teenager haben sich in diesem Urlaub heftig zerstritten. Der Grund ist Markus, der einheimische Herzensbrecher. Und der Diebstahl ist längst nicht alles, was Laura nun vorgeworfen wird. Sie heißen Laura Schneider, geboren 18. April 1994 in Hamburg. Sie wohnen in Hamburg, sind ledig und Schülerin. Am 8. März 2011 gegen 11.30 Uhr war die Angeklagte mit ihrer Freundin im HBL-Kaufhaus in Wiesenheit und entwendete dort Schminkutensilien im Wert von 68 Euro. Da ihre Freundin Charlotte Held nicht bereit war, die Tat auf sich zu nehmen, erklärte die Angeklagte ihr wütend: Ich werde dir von nun an jeden verdammten Tag übel mitspielen, bis du sagst, dass du es warst. Um zu zeigen, dass sie ernst war, mischte ihr die Angeklagte gegen 23 Uhr auf einer Feier in einer Hütte im Spitzerbachwald ca. 4 cl Wodka in ihre Bierflasche. Nach dessen unbewusstem Genuss zog sie Charlotte von Schwindel- und Übelkeitsgefühl geplagt an die Böschung eines nahegelegenen Bachlaufs zurück. Als die Angeklagte sie dort gegen 1 Uhr entdeckte, versetzte sie ihr einen derartigen Stoß, dass sie die 8 Meter lange Böschung hinab ins Wasser stürzte. Wie von der Angeklagten in Kauf genommen, zog sie Charlotte eine Fraktur des Sprunggelenks und Schürfwunden und Prellungen hinzu. Die Angeklagte wird somit des Diebstahls und der versuchten Nötigung in zweier Fälle der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223.1. Gut, Laura, das sind dann nun mehrere Vorwürfe. Wollen Sie sich dazu äußern? Ey, mich langweilt das hier alles total. Ich meine, was soll das denn? Charlotte, die falsche Schlange, hat mir die Schminksachen in die Tasche gesteckt. Auch wenn mir das hier ja anscheinend keiner glaubt. Aber klar wollte ich, dass sie das zugibt. Aber ich habe ihr weder gedroht, noch habe ich den Kunden Alkohol an sie verschwendet. Und ich habe sie nicht diese bescheuerte Böschung runtergeschubst. Laura, bitte, jetzt beantworte doch einfach nur die Fragen. Bitte, sonst machst du alles nur noch schlimmer. Mama, könntest du dich da bitte mal raushalten? Ich habe nichts gemacht, rein gar nichts. Und wenn du mir nicht glaubst, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ich will doch nur, dass du dich nicht noch weiter reinreitest in das Ganze. Bitte, Laura, es geht ja auch gar nicht darum, ob ihre Mutter ihnen glaubt, sondern was ich am Ende glaube. Darum geht's doch unterm Strich, oder? Und bitte, hinten die Mutter, reden Sie nicht dazwischen. Entschuldigung, aber der Herr Lenzen hat gesagt, ich dürfte mich hier sehr wohl äußern. Ich bin schließlich die Erziehungsberechtigte von der Laura. Da haben Sie wohl was irgendwie einen falschen Hals bekommen. Sie können natürlich was sagen, wenn Sie gefragt werden. Wenn Sie um eine Erklärung gebeten werden. Sie haben auch, nachdem sie noch keine 18 Jahre alt ist, am Ende die Möglichkeit des letzten Wortes. Aber das heißt noch lange nicht, dass Sie einfach dazwischen reden dürfen. Ja, ja gut. Also, Laura, fangen wir vielleicht ganz anders an, nach dem, was ich gelesen habe. Besuchen Sie Ihren Vater regelmäßig in den Ferien, oder? Ja. Also, naja, seit 3 Jahren sind meine Eltern geschieden und deswegen fahre ich halt immer in den Ferien dorthin. Aber ich langweile mich echt zu Tode in diesem Kaff. Mhm. Ich fahre da nur hin, weil ich mich echt gut mit meinem Dad verstehe. War denn diese drohende Langeweile der Grund dafür, dass die Charlotte Held sie diesmal begleitet hat? Ja, und ich war auch noch so blöd und habe mich total gefreut. Ich meine, ich konnte ja nicht ahnen, dass sie mir gleich einen Diebstahl in die Schuhe schiebt und dass sie mich auch noch verantwortlich machen will, dass sie sturzbesoffen in diesem Bach gelandet ist. Also ich meine, wenn man nichts verträgt, dann sollte man halt auch nichts trinken. Was meine Mandantin damit sagen will, ist, dass Charlotte den Alkohol getrunken hat, ihn einfach nicht verträgt und deshalb die Böschung runtergefallen ist. Und nun meine Mandantin als Schuldige gefunden hat, um von ihren eigenen Eltern einigermaßen gut dastehen zu können. Genau, weil sie so besoffen war, dass sie nicht mal geradeaus gehen und auch nicht mal sitzen konnte. Ja, schön ausgedacht, ne? Aber leider völlig haltlos. Sie wurden noch gesehen, wie sie in Wodka in die Flasche geschüttet wurden. Nicht nur das, sie wurden auch nachts in der Nähe der Böschung beobachtet. Also ne? Diese zwei tollen Zeugen sollten sich dann mal eine Brille kaufen. Ich habe nirgendwo was reingeschüttet. Und ich habe auch keinen gestoßen. Ich war nachts schon längst zu Hause. Sie machen sich das zu einfach. Die eine oder andere Frage habe ich dann schon trotzdem noch. Zum Beispiel, wie war Ihr Verhältnis zwischen Charlotte und Ihnen vor der Tat? Naja, also ich dachte, wir sind Freundinnen. Aber anscheinend habe ich mich da gewaltig geirrt, weil einer Freundin schiebt man keinen Diebstahl unter. Also ich habe ihr auf jeden Fall nichts getan. Gut, weitere Fragen? Ich habe keine Fragen. Keine. Dankeschön. Auch dann nehmen Sie beim Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Dann sprechen wir doch mal mit der Geschädigten. Charlotte Held, bitte. Charlotte, guten Tag. Nehmen Sie einfach mal hier Platz, bitte schön.
Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Sie können bestraft werden, wenn Sie was Falsches sagen. Rein vorsorglich, 55 StPO, belehre ich Sie. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja, kein Problem. Kommen wir zu Ihrem Personal. Sie heißen Charlotte Held, Sie sind 17, Sie wohnen in Hamburg. Sie sind ledig, Schüler, nicht verwandt oder verschwägert mit der Laura. Ja, stimmt. Und ich sage Ihnen gleich, dass es ganz sicher Laura gewesen ist, die mich die Uferbüschung runtergestoßen hat. Es kann nur Laura gewesen sein. Was macht Sie denn da so sicher? Haben Sie sie gesehen? Ja, so direkt gesehen habe ich sie jetzt nicht. Aber es war 1 Uhr, als ich mich auf den Heimweg gemacht habe. Ja, und da habe ich mich dann kurz an die Uferböschung hingesetzt, weil es mir nicht so gut ging. Ja, sturzbesoffen warst du und alles vollgekotzt hast du auch. Ja, weil du mir den Wodka untergejubelt hast. Es kann nur Laura gewesen sein. Wer sonst macht denn sowas Krankes? Wie wäre es, wenn du einfach zugibst, dass du zu viel gesoffen hast und deswegen ganz alleine in dem Bach gelandet bist? Ich war um Mitternacht zu Hause und da bin ich auch geblieben. Na, sie waren nicht zu Hause. Sie sind zurück zur Party, weil sie zu Hause nicht ausgehalten haben, weil sie immer noch sauer waren auf Charlotte. Und dann sind sie also zurück zur Party und dann sehen sie Charlotte da sitzen, an der Böschung. Und unglücklicherweise ist sie sich gerade dabei, sich zu übergeben. Auf ihre Handtasche, die sie ihr ausgeliehen haben. Das heißt, ihnen war klar, hören Sie zu, ihnen war klar, dass das Erbrochene auf ihrer Tasche gelandet ist und da sind sie durchgedreht. Ich war zu Hause und diese scheiß Tasche geht mir am Arsch vorbei, ja? Scheißegal, war sie dir ganz bestimmt nicht. Es war deine Lieblingstasche. War sie nicht, sonst hätte ich sie dir doch erst gar nicht geliehen. Entschuldigen Sie bitte mal, Sie beide waren doch noch beste Freundin, bevor es dann zu dieser ganzen Geschichte da gekommen ist. Man wird doch wohl seiner Freundin, frage ich Sie mal so, noch eine Lieblingstasche ausleihen, oder liege ich da so falsch? Beste Freundinnen? Einer besten Freundin schiebt man keinen Diebstahl unter, ja? Hab ich auch nicht. Du hast das Zeug geklaut und wolltest dann auch noch, dass ich das alles auf mich nehme. Ja, sie hat zu mir gesagt, dass sie mir ab sofort jeden Tag übel mitspielen wird, bis ich zugebe, dass ich das Zeug geklaut hätte. Ja, und dabei hat sie mir so böse ins Gesicht gesehen, dass ich echt Angst bekommen habe. Ja, und dann hat sie ihre Drogen ja auch noch wahrgemacht. Vielleicht machen wir mal eins nach dem anderen. Bleiben wir doch erstmal bei dem Diebstahl. Da waren sie dabei, oder? Ja, genau. An dem Vormittag waren Laura und ich im Kaufhaus im Ort. Wir haben ein paar Kleinigkeiten eingekauft. Ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass sie was eingesteckt hat. Ja, später haben wir dann gezahlt und sind rausgelaufen. Und dann hat es bei Laura angefangen zu piepsen. Ja, weil sie nämlich 2 teure Lippenstifte, einen Nagellack und 2 Wimperntuschen eingesteckt hat. Ich habe überhaupt nichts eingesteckt. Hast du wohl. Ja, und der Hammer war dann auch noch, dass sie wollte, dass ich sage, ich hätte ihr das Zeug in die Tasche gesteckt. Ich meine, geht's eigentlich noch? Charlotte hat mir die Schminksachen aus Rache in die Tasche gesteckt, weil sie dachte, dass ich was von ihr blöden Markus will, obwohl mir dieser Kerl echt scheißegal ist. Aber da hat sie eben einen an der Klatsche, weil sie immer auf die Typen, Laura, auf die sie abfährt, dann was von mir wollen. Ne? Und von was träumst du nachts? Oh, es war voll peinlich, wie die sich an Markus rangemacht hat. Was hat sie denn gemacht? Ja, da muss ich jetzt mal noch weiter zurück. Bitte? Das war ein Tag, bevor das alles passiert ist. Da waren wir abends auch schon in der Waldhütte, also halt die ganzen Clique aus Wiesenheim. Ja, und irgendwann ist Markus raus, um Holz zu holen für den Ofen. Ja, und prompt ist ihm natürlich Laura hinterher. Ja, und nach einer Weile bin ich dann raus. Ja, und da habe ich dann mitgekriegt, dass Markus Laura klargemacht hat, dass er null Interesse an einem Nachtspaziergang mit ihr hat. Hä? Er wollte mit mir spazieren gehen, ja? Und nicht umgekehrt. Aber als du dann dazugekommen bist, hat er schnell den Spieß umgedreht. Und dann hat er so getan, als ob ich was von ihm gewollt hätte. Ich schlage vor, Sie erzählen mir jetzt mal, was da wirklich am Tatabend genau abgelaufen ist. Ja, gerne, Herr Richter. Ja, da waren wir wieder in der Waldhütte. Mhm. Ja, eine aus der Clique hatte Geburtstag und wir haben gefeiert. Ja, und später hat sie mir dann aufgelauert und mich die Uferböschung runtergestoßen. Ja, wahrscheinlich hat sie gehofft, dass ich im Fluss ertrinke. Erstens habe ich dich nicht gestoßen und zweitens ist es doch so ein seichter und schmaler Bach, da kann man auch gar nicht ertrinken. Kann man sehr wohl, machen Sie es nicht ganz so einfach. Ne? Wenn man nicht bewusstlos ist, mit dem Kopf im Wasser zum Liegen kommt, kann man sehr wohl ertrinken. Ne? Ich habe zu Ihren Gunsten bei der Anklage angenommen, dass Sie gesehen haben, dass die Geschädigte mit den Füßen im Bach gelandet ist und nicht bewusstlos war. Aber noch was möchte ich anmerken, da waren Steine auf der Böschung. Da hätte sie mit dem Kopf draufknallen können. Da hätte was passieren können. Und dann sähe alles ganz anders jetzt aus. Sie haben also großes Glück gehabt auf gut Deutsch. Ja, das war echt schlimm. Ich habe mir den Fuß gebrochen und hatte Höllenschmerzen. Ja, und es kam mir vor wie eine Ewigkeit, bis mich Quirin, also das ist der kleine Bruder von einer aus unserer Clique, zufällig gefunden hat. Laut medizinischem Gutachten hat sie sich Schürfwunden, Pöllungen und eine Fraktur des linken Sprunggelenks zugezogen. Das geht aber wieder, oder? Schon inzwischen. Ja, aber ich lag ja halt im Wasser und konnte mich kein Stück bewegen. Allerdings, habe ich noch ein BAK-Gutachten, wurde bei Ihnen auch eine Blutalkoholkonzentration von 1,95 Promille festgestellt. Ja, weil die liebe Laura mir Wodka im Bier gemischt hat. Ja, ich habe nämlich den ganzen Abend nur 4 Bier getrunken und von 4 Bier hat man bestimmt keine 1,9 Promille. Nee, hat man nicht. Dass Sie tatsächlich Wodka zu sich genommen haben, das ergibt sich hier aus einer Begleitstoffanalyse des Labors.
Wissen Sie denn, wann Ihnen da Wodka untergemischt wurde? Nein, aber so richtig schlecht ging es mir erst nach meinem letzten Bier. Ja, und das habe ich nur einmal kurz unbeaufsichtigt stehen lassen, als ich mal aufs Klo bin. Ja, und das war so gegen 23 Uhr. Die Bierflasche hier, die ist an der Böschung gefunden worden. Ja. Die ist auch untersucht worden. Laut Laborgutachten konnten da Rückstände von Wodka nachgewiesen werden. Und wenn das stimmt, was Sie sagen, dass Sie nur 4 Bier getrunken haben, A033, ja, dann kommen die Gutachter zum Ergebnis, dass Sie dann zusätzlich, um eben auf die 1,95 Promille zu kommen, ungefähr 4 bis 6 Zentiliter Wodka getrunken haben müssen. Oder zu sich genommen, sage ich jetzt mal vorsichtshalber. Und haben Sie nicht gemerkt, dass das Bier irgendwie anders schmeckt oder eine andere Wirkung festgestellt als sonst? Nee, keine Ahnung. Mir ist nichts aufgefallen. Und jetzt überlegen wir natürlich, warum? Können Sie uns einen Grund sagen, wieso die Angeklagte Ihnen Alkohol untermischen sollte? Weil sie ganz genau weiß, dass ich keinen Alkohol vertrage. Ja, und dass ich, wenn ich Wodka trinke, alle Hemmungen verliere. Ja, ich meine, Sie haben noch diese unzähligen Bilder gesehen. Die Fotos, auf denen du halbnackt in Unterwäsche tanzt? Ja, die Fotos sind uns allen bekannt. Laura, Sie tun sich wirklich keinen Gefallen, wenn Sie es alles auch noch toll finden. Ja, da sehen Sie doch, wie schadenfroh die ist. Ich meine, als wäre es nicht schon alles ätzend genug gewesen, hat der kleine Hosenscheiß auch dann noch Bilder davon gemacht und die dann auch noch im ganzen Ort rumgezeigt. Das war voll peinlich. Aber die Fotos sind doch jetzt gelöscht, oder? Naja, auf Quirins Handy sind sie schon gelöscht. Die hat er ja zum Glück nicht mehr. Ich habe Abzüge davon. Ich habe sie ja auch auf meinem Rechner. Und auch wenn der Quirin, natürlich klar, das war nicht so nett von dem Quirin Finke, dass er da diese Fotos gemacht hat und auch rumgezeigt hat. Auf der anderen Seite war er doch der, der sie am Ende gerettet hat. Das wollen wir auch mal nicht vergessen, oder? Gibt es noch Fragen an die Zeugen? Ich habe keine Fragen. Keine weiteren Fragen. Gut, dann bleiben Sie unvereidigt. Danke, dürfen hinten Platz nehmen. Markus Losert, bitte. Hey, Schatz, wo warst du denn? Du hast mir doch gesimst, dass du früher kommst. Ich konnte nicht eher von der Tanke weg, aber jetzt bin ich ja da. Ich störe ja nicht wirklich gern Ihre Wiedersehensfreude, aber ich glaube, die sollten Sie sich bis nach der Verhandlung aufheben. So lange ist ja auch nicht her, dass Sie sich zuletzt gesehen haben, oder? Gut. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ist schon klar, nehme ich mal an. Sie heißen Markus Losert, sind 19 Jahre alt, Sie wohnen in Wiesenheit, sind ledig, Schreiner, Azubi. Sie haben irgendwas von Tanke gerade gesagt? Ja, und nebenbei jobbe ich in einer Tanke. Ah, und mit der Laura sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Nee. Gut, dann erzählen Sie uns doch mal, wie dieser Abend, das war ja der 8. März, ablief. Da sind wir alle in der Waldhütte umgehangen, weil mein bester Kumpel Geburtstag hatte. Und da die Mädels aus Hamburg da waren, waren sie praktisch immer mit unserer Clique unterwegs. Mhm. Und Sie und Charlotte hatten sich ineinander verliebt? Wir hatten eine coole Zeit zusammen, ja. Wir sind fest zusammen. Hallo? Wir wohnen in Hamburg, das ist über 800 Kilometer weg. Da kann man doch nicht von einer festen Beziehung sprechen. Schon mal was von SMS, Telefon und E-Mail gehört. Na, als ob sowas eine Beziehung ausmacht. Ja, für so oberflächliche Menschen wie dich vielleicht nicht. Wenn es den Damen nichts ausmacht, würde ich ganz gern den Zeugen weiter vernehmen. Na bitte. Oh, danke. Herzlichen Dank. Also, wie ist denn jetzt der Abend abgelaufen? Der Abend war eigentlich ganz relaxed, außer dass Laura und Charlotte ständig aufeinander rumgehackt haben. Um was ging's denn dabei? Soweit ich von Charlotte weiß, ist Laura an dem Vormittag beim Clown erwischt worden und hat dann rumgejammert, dass ihre Eltern sie umbringen, wenn sie wieder Stress mit der Polizei hat. Deswegen wollte sie, dass Charlotte sagt, sie hätte ihr das Zeug in die Tasche gesteckt. Ja, weil sie es ja auch getan hat. Das glaube ich nicht. Jedenfalls hat Charlotte gemeint, dass sie es gar nicht einsieht, warum sie für Laura lügen soll. Und als sie das Laura so gesagt hat, soll sie darum gemeint haben, dass sie ab jetzt jeden Tag übel mitspielt, bis sie den Diebstahl auf sich nimmt. Die lügt doch wie gedruckt. Ich wollte doch nur, dass sie die Wahrheit sagt. Und das hat sie bis heute noch nicht. Weil sie denkt, weil sie einfach scheiß eifersüchtig auf mich ist. Weil sie denkt, dass ich was von dir will. Du warst ja auch total scharf auf mich. Wie bitte? Du hast mich an dem Abend von der Party angebaggert und nicht umgekehrt. Und als Charlotte davon Wind bekommen hat, hast du schnell den Spieß umgedreht und so getan, als ob ich was von dir gewollt hätte. Und deswegen hat sie dann aus Rache am nächsten Tag die Schminksache in meine Tasche gesteckt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich war auch nicht dabei. Charlotte hat genau gewusst, dass ich echt fetten Ärger kriege, wenn ich nochmal missbaue. Ja, dann hör doch einfach auf zu klauen. Hallo, darf ich mal was dazu sagen? Also der Laura, der fehlt wirklich an gar nichts. Ich verstehe nicht, wieso sie Sachen klaut. Ich gebe ihr wirklich viel Taschengeld. Ich bin wirklich großzügig. Sie kriegt bestimmt mehr als andere Mädchen in ihrem Alter. Naja, vielleicht kann sie uns das mal selbst erklären. Jetzt lassen wir mal diesen Diebstahl einfach außen vor. Aber Sie haben ja einige Vorbelastungen. Können Sie mal erklären, wieso Sie bisher gestohlen haben? Was weiß ich?
Ja, da geht's einfach nur um den Kick. Also ich bin mir jedenfalls sicher, dass Laura Charlotte den Wodka unterjubelt und sie dann gestoßen hat. Was macht sie da so sicher? Na, weil Laura den ganzen Abend schon so ätzend zu Charlotte war. Und jeden vollgelabert hat von wegen, wie scheiße sie sie findet und dass sie sich an ihr rächen will. Und als Charlotte dann wegen den Alk so abging, da hat die Laura total schamvoll gelacht. Ich meine, das sagt doch alles, oder? Als sie da so abging, damit meinen Sie den Strip, den Charlotte hingelegt hat, oder? Warum haben Sie sie eigentlich nicht davon abgehalten? Sie war doch Ihre feste Freundin. Naja, es war ja auch echt lustig. Und außerdem wusste ich gar nicht, dass Charlotte sich nicht selbst so betrunken gemacht hatte. Ich dachte, sie hat so viel Spaß, genauso wie alle. Naja, lustig ist sowas meistens für die anderen eher. Wissen Sie denn, was die Charlotte getrunken hatte? Keine Ahnung, wir waren ja nicht ständig zusammen. Aber Quirin, der hat doch gesehen, wie Laura ihr das Zeug ins Bier gekippt hat. Ich meine, wenn sie das getan hat, hat sie bestimmt auch die Böschung runtergestoßen. Wann haben Sie denn die Angeklagten an dem Abend zuletzt gesehen? Das müsste so kurz vor Mitternacht gewesen sein. Und da hat sie noch vor Wut gekocht und über Charlotte hergezogen. Und plötzlich war sie weg. Wo waren Sie eigentlich um eins? Wieso ich? Ja, erzählen Sie doch mal. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Sie die ganze Geschichte hier nur erfinden, meine Mandantin belasten, um sich selber aus der Affäre ziehen zu können. Pff, hallo, ich glaube, ich bin hier im falschen Film, oder was? Ja, ich glaube auch. Und zwar im selben Film, den auch ich bin, Herr Lenzen. Ne? Ich meine mal ganz ehrlich, er soll doch verliebt gewesen sein in Charlotte. Das wüsste ich ganz gerne, was für ein Interesse er gehabt haben soll, sie zu stoßen und zu verletzen. Genau, und außerdem war ich in der Hütte, als das passiert ist. Ah ja, Sie waren in der Hütte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie nicht in der Hütte waren, dass Sie hinterhergelaufen sind, dass Sie Charlotte hinterhergelaufen sind und Sie dann einfach eiskalt die Böschung runtergestürzt haben. Hm? Herr Losert. War's so? War da noch jemand dabei? Kann das jemand bezeugen? Kommt jetzt irgendwas mit Alibi, was Sie mir erzählen wollen? Ha? Ich war in der Hütte, da können Sie fragen, wen Sie wollen. Wen denn? Wen kann ich denn da bitte schön fragen? Wen? Ihre Freunde? Ihre angetrunkenen Freunde? Soll ich die fragen? Und warum hätte ich sowas Blödes tun sollen? Das kann ich Ihnen sagen. Um Laura zu imponieren. Ganz einfach. Pff, jetzt wird's aber echt albern. Nochmal, ich wollte nichts von Laura. Und wenn, dann hätte ich gar nicht wie so im Kindergarten aufführen müssen, wenn es anders wäre. Ach so. Soll ich Ihnen mal was erzählen? Mit Charlotte, sehen Sie mir das bitte nach, haben Sie doch nur was angefangen, weil Sie da leichtes Spiel hatten. Tatsächlich waren Sie hinter Laura her, aber die hat Sie abblitzen lassen. Charlotte, die ist Ihnen zu aufdringlich geworden. Die wollten Sie loshaben. Das ist genau das, was Sie vorhin gesagt haben. Naja, wir haben uns ganz gut verstanden. Und das Mädel da hat an Liebe geglaubt. Und dann sind Sie an der Büschung vorbeigekommen und was haben Sie gemacht? Sie haben sie einfach eiskalt abserviert, runtergestoßen. Hm? Kommt da jetzt nichts mehr? So ein Bockmist. Sag mal, Markus, an dem Abend, als es doch mit Charlotte war, da hab ich mich doch bei dir über sie ausgekotzt und du hast mir total recht gegeben. Und dann hast du mir auch noch gesagt, dass sie schon ihre Quittung bekommen wird, wenn sie das mit den Schminksachen war. Kein einziges Wort habe ich gesagt. Oh, lass die doch reden. Ich weiß ganz genau, dass es Laura war und nicht du. Moment mal, aber Laura, wieso haben Sie denn von diesem angeblichen Gespräch zwischen Ihnen und Markus bisher überhaupt nichts erwähnt? Ja, ich habe das jetzt nicht so für wichtig gehalten. Ich war zu Hause und ich dachte, dass Charlotte eben so betrunken war und dann selber da die Uferböschung runtergefallen ist. Aber langsam checke ich, dass es ja auch wirklich Markus gewesen sein könnte. Das denke ich auch. Ja, und ich denke, dass eine ganz dumme Ausrede der wahren Täterin ist. Das denke ich. Weitere Fragen noch? Keine Fragen, danke. Danke, dann dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Thorsten Schneider, bitte. Was soll zusammen. Die ganze Aufregung? Laura war es, Punkt. Herr Schneider, guten Tag. Charlotte, vielleicht können wir das gleich jetzt mal klären. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die nächste halbe Stunde Ihre Finger von Ihrem Freund zu lassen, dann gehen Sie bitte nach draußen. Bitte nehmen Sie hier Platz. Danke. Ja. Ich meinte nicht nur die Finger, eigentlich meinte ich alle Körperteile. So, Herr Schneider, Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja. Sie heißen Thorsten Schneider, 40 Jahre alt, Sie wohnen in Wiesenheim, Sie sind geschieden, Ingenieur und Sie sind der Vater der Angeklagten. Und als Vater haben Sie natürlich ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen nicht aussagen. Ich weiß. Aber Sie wollen aussagen, oder? Ich will aussagen, denn ich weiß ja, dass meine Tochter unschuldig ist. Und schließlich war sie um Mitternacht zu Hause. Insofern. Bezüglich der Uhrzeit, sind Sie sich da ganz sicher, Mitternacht? Ja, bin ich ganz sicher. Ich habe auf Sie gewartet. Ich hatte nämlich gute Nachrichten. Also ich will jetzt niemanden in Schwierigkeiten bringen, aber ich bin mit den Polizisten bei uns am Dorf ganz gut bekannt. Und der hat durchblicken lassen, wir haben um 21 Uhr telefoniert, der hat durchblicken lassen, dass er Laura glaubt. Und dass er sozusagen den Bericht genauso abfassen wird in diesem Sinne, dass Laura also nämlich unschuldig ist. Also Sie sprechen von dem Ladendiebstahl?
Ja, genau. Und ob richtig oder her, ich meine, viel konnte dieser Bekannte von Ihnen auch nicht ausrichten, weil was in dieser Sache zu passieren hatte, das entscheidet immer noch die Staatsanwaltschaft und nicht irgendjemand von der Polizei. Ja, ich weiß. Ich wollte ja auch nur sagen, dass ich noch die Hoffnung hatte, dass es gut ausgeht dem Abend. Mhm. Und ich habe dann auch Laura das erzählt, genau so, diese positive Nachricht. Und wir sind dann ins Bett gegangen, das war so gegen 12:30. Und ja, also hatte Laura gar keinen Grund, sich an Charlotte zu rächen. Die war es auch völlig wurscht, die war immer noch sauer auf ihre Freundin. Ne? Und dann ist sie eben um 1 Uhr draußen gewesen. Ich meine, da ist sie gesehen worden am Tatort. Das Problem haben wir zumindest mal. Das kann nicht sein, weil um 1 Uhr lag sie im Bett. Können Sie ausschließen, frage ich Sie, dass Laura sich noch mal irgendwann, nachdem Sie ins Bett gegangen sind, sich rausgeschlichen hat? Können Sie das ausschließen? Ja, das kann ich ausschließen. Ja. Laura hat mir versichert, dass sie das nicht getan hat. Und ich vertraue meiner Tochter. Vertrauen in allen Ehren, ja? Aber ich verstehe nicht, wieso du die Mädels nicht besser beaufsichtigt hast. Wieso du denen überhaupt erlaubt hast, jeden Abend bis in die Puppen mit dieser zweifelhaften Clique da zu feiern. Jutta, ich verstehe das nicht. Es waren Ferien. Ich war doch froh, dass sie endlich mal Anschluss an die Jugendlichen im Dorf gefunden hatte. Ist Ihnen das an dem Abend nicht seltsam vorgekommen, dass sie ohne ihre Freundin Charlotte nach Hause kam? Ja schon, ich habe sie auch gefragt, aber Laura hat gesagt, Charlotte will einfach noch weiter feiern. Und dann war das für mich in Ordnung, ich war beruhigt. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen, dass die beiden Mädchen an dem Tag nicht besonders gut aufeinander zu sprechen waren? Am Frühstück. Am Frühstück war es schon so, da war irgendwie dicke Luft. Das habe ich gemerkt. Aber dann sind die beiden auch losgezogen, gemeinsam einzukaufen. Und dann war ich wieder beruhigt. Bis dann halt der Anruf kam von der Wache und wo ich dann Laura abholen sollte. Und wie waren da die beiden Mädchen dann drauf? Naja, die Nerven lagen blank, das können Sie sich vorstellen. Es war eine sehr gereizte Stimmung und ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte. Und Laura hat wirklich versucht, verzweifelt versucht, auf Charlotte einzureden, dass sie sagt, dass sie es war, die ihr die Schminksachen zugesteckt hat. Aber Charlotte hat sich einfach stur geweigert. Entschuldigung, ist das der richtige Begriff zu sagen, jemand weigert sich stur, wenn er nicht bereit ist, für ihr Töchterchen zu lügen? Die hätte ja nicht mal lügen brauchen. Charlotte, und alles nur wegen diesem Typen. Checkst du nicht, dass der dich nur verarscht? Bitte sei einfach still. Ja, also ich glaube auch, dass dieser Mann, ich will jetzt hier nicht der Moralapostel spielen, aber ich habe ihn gesehen mit einem anderen Mädchen und wir sehen hier, wie er sich an Charlotte ranmacht. Also ich habe da auch ein ganz schlechtes Gefühl bei dem jungen Mann. Weiterfragen. Keine Frage. Dankeschön, keine. Da bleiben Sie unweilig, dürfen hinten Platz nehmen. Okay, danke. Evi Finke, bitte.